Gut, ja, da draußen, danke, dass ihr habt hier ist wieder Konsumonso mit Call of Duty Black Ops. Nein, Call of Duty Ghost natürlich, in Farbe und bunt. So, ja, wir haben eben das Match, habe ich ja aufgenommen, jetzt müsste es mittlerweile auch schon auf YouTube sein, während ich das hier aufnehme. Und, ja, wir gucken uns gerade mal den Soldaten-Editor an. Ich habe mir nämlich gerade schon angeguckt, wir haben das in unserem Mendezke hier. Und man hat nämlich sogenannte Trupp-Punkte, die man für Waffen scheinbar ausgibt. Und ich habe die Ausrüstung 2 geändert, dass ich das Kampfmesser nur angezogen habe. Und habe mir eben für 3, ich glaube 3 Trupp-Punkte für die MP443 Crash oder Krach habe ich mir die Mündungsbremse gekauft, die den Schaden auf große Distanz erhöht. Finde ich sehr geil und ja, das ist einfach mal so eine Spaßklasse, die wir jetzt direkt einfach machen. Und ich bin jetzt Team Deathmatch normal. Und laufen direkt wie die Oberpros mit dem Messer und mit der Pistole rum hier, ja. Ich meine, wenn, dann richtig. So. Jetzt hoffen wir mal, dass er mal ein bisschen schneller findet. Yo, hat er gefunden. Ronnie's World. Das sieht sehr ähnlich von der Map aus. Ich überlege gerade. Von Black Ops 2. Das ist eine Map. Die Map sieht sehr ähnlich aus. Komisch. Egal, sehen wir gleich. So, wir nehmen unser Kampfmesser, was ziemlich komisch aussieht. Oh mein Gott, sieht das beschissen aus. Guck euch das doch mal an, ey. Was habe ich denn da in der Hand? Eine Glasscherbe oder was? Ja, und auch wie so langsam. Seht ihr das? So, Oh, scheiße. Okay, nehmen wir mal die Pistole. Wechsel geht's. Okay, Pistole. So, liebe Leute. Wir müssen uns jetzt hochkonzentrieren, meine lieben Genossen hier. Keine Erklärung mehr. Hier geht's jetzt um die Wurst. Yeah. Okay, warte. Jetzt bin ich auch ein Arsch, ich weiß. Oh, nein, der hat mich gesehen. Ich glaube, der hat mich gesehen. Nein, der hat mich gesehen. Oh. Habt ihr gesehen? Ich habe so eine Animation, wenn ich jemanden umbringe. Das ist beschissen, wenn du viele umbringen willst, eigentlich. So, wieder zur Pistole wechseln. Zu Granate wechseln. Die da hinwerfen, damit direkt da Leute reinlaufen. Wie Mr. Bombastic da hinten. Bam, 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 bam. Leute, hat ihn gekillt. Wie hat ihn denn gekillt? Der hockt doch an der Ecke. Oh, ihr Drecksäcke, ihr kleinen Drecksäcke. Egal, ich bin gechillt. Mein Leben ist gut. Ich bin gechillt. Oh, nein. Oh, Alter. Ganz ruhig hier, meine lieben Leute. Ganz ruhig, meine lieben Leute. Bam, 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 bam. Angeschossen nur. Okay, hier hinten, das kennen die meisten wahrscheinlich noch nicht. Was ist das? Was hat er da fallen gelassen? Was spiele ich hier gerade eigentlich, liebe Leute? Ich habe keine Ahnung, der hat irgendwas fallen gelassen. Vielleicht ist es so ein Spiel wie Abschluss bestätigen. Boah, ich habe echt so null Aim. Ja, was ist das denn? Jetzt hat er es genommen, okay. Ach so. Shit! Fuck! Und da hört ja auch gerade irgendein Typ labern, lustig. Ah, ich kann rutschen! Och, das ist ja interessant! Hui! Das ist ja toll hier, das ist ja, innovativ. Rutschen! Och, scheiße. Alle mit dem Arsch, mein liebe Leute. Ah, nee. Hier, kann man beim Arsch lecken. Ach, das ist jetzt Führenden. Tja, schon peinlich, schon einem Noob hier abgeschossen zu werden. Ich bezeichne mich selbst als Noob, meine lieben Leute. Weil ich Anfänger bin. Mein zweites Match, liebe Leute. Aber die Map finde ich ein bisschen interessanter. Die ist ein bisschen romantischer. Oh nein. 1, 2, 3. Wuppa. Verschwinde von mir. Ja, jetzt wurdest du geblendet. Du Bitch. Hä? Da war eine Tuse? Es gibt weibliche Charaktere mittlerweile? Ach, leck mich doch. Es gibt weibliche Charaktere, okay. Was extrem beschissen ist, muss ich sagen, wenn du jemanden messerst, dass es kurz diese Zeit ist. Und die ist echt beschissen. Weil wenn du jetzt ganz viele messerst, ist das extremst nervig. Und nein, nerv mich jetzt nicht, scheiß Handy. Ich bin nicht da. Och, Alter. Was ist denn, Kollege? Ich bin gerade in der Aufnahme. Ja, oh. Ja, sie sind, du bist gerade hier on air. Hier, die Leute hören dich jetzt gerade. Sag mal was. On air. Guten Tag, die Leute. Hier ist. Der Mr. Bert. Ja, halt die Fresse. Was willst du denn von mir?
Ich spiele gerade Ghost und ich bin extrem aggressiv, mein Freund. Es ist sehr schlecht, mich... Was machst du da, du Drecksack? Du wirst gemessert, du kleine Pussy. So. Aber hey, hier, Kollege, das Spiel ist irgendwie nicht so. Das Messern ist voll beschissen. So cool ist das Spiel. Ja, was wolltest du fragen, ob ich Zeit habe oder was? Jetzt müssen meine Kollegen hier, meine Zuschauer mithören, wie ich mit dir telefoniere. Das ist sehr interessant. Aber daran sieht man, wie spontan ich doch bin. Wie spontan ich doch aufnehme. Ja, das, ja, ja. 12 Minuten 15 Sekunden, Kollege Bert ruft an und ich rede mit dem. Genau, das habe ich aufgeschrieben. Das soll, ja, damit ich ein bisschen spontaner wirke, weißt du? Gut, ich muss mich aber jetzt dem Spiel wieder widmen, mein Freund. Jetzt bin ich nämlich wegen dir gestorben, du dreckiger Bananenshake. Ich rufe dich gleich nochmal an. So, ich bin wieder da mit ihm, Leute, hier. Sorry für das Gespräch hier, aber ich werde nicht so ein großes Arschloch sein. Und ich habe noch eine Pistole, ihr Drecksäcke, Mann. Wenn ihr mit euren gammeligen fucking MG da hinter euren komischen Tante Emma-Lädchen da rumläuft, Mann. Oh, kriegt man ja, da kriegt man den Brechreiz, kriegt man da ja, ey. Bam, 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 haben wir gewonnen. Woo! Aber nicht wegen mir. Ey, bin ich positiv? Ey, 9-11. Wieder negativ, meine Leute. Aber wir sind Level 11, Level 4 geworden. Das heißt, wir sind jetzt Fame. Aber ich würde an der Stelle mal sagen, wenn euch die Part gefallen hat, einen schönen Daumen nach oben bis zum Himmel. Und ganz wichtig, schön kommentieren. Welche Waffe soll ich nehmen? Schreibt es in die Kommentare. Ich habe jetzt einfach mal ganz spontan das Messer genommen und die Pistole. Womit ich noch dringend üben muss, meine lieben Leute, oder? Ich muss die Sensitivität vom Controller wieder runterstellen. Egal. Also schreibt es in die Kommentare, würde mich interessieren. Und Däumchen nicht vergessen. Und wenn es euch besonders gefällt, könnt ihr es natürlich auch teilen. Also würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Euer Konsonso. Shall we play